Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins bzw. FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge unseres FIFA 17 Athletic Bilbao Karrieremodus. Ja Leute, das Ganze, wie man schon merkt, natürlich wieder für die heutige Folge live kommentiert. Ich weiß, einigen Leuten hat das nachkommentierte Commentary jetzt nicht so perfekt gefallen. Einige Leute haben sogar geschrieben, das schlechteste Video, was du jemals gemacht hast, fand ich jetzt nicht wirklich gut. Ich bin jetzt nicht der perfekte Nachkommentator oder wie man das Ganze auch immer nennen möchte, aber ich fand das Video jetzt nicht so schlecht und es kam ja auch gar nicht so schlecht bei euch an. Und heute könnte auf jeden Fall ein ziemlich besonderer Tag werden, denn ich habe ziemlich Bock bekommen auf die Bilbao-Karriere, werde heute 4 Folgen aufnehmen. Das wird die Folge sein, die sehr wahrscheinlich heute haben wir es Sonntag, die wird sehr wahrscheinlich am Dienstag kommen und wenn dieses Video hier innerhalb von 2 Stunden, sagen wir mal, 1000 Likes erhält, dann wird es am heutigen Tag, am Dienstag, noch 3 weitere Folgen der Athletic Bilbao-Karriere geben, also quasi ein kleiner Rush, denn ich denke mal, so wenig wie die Karriere in letzter Zeit kam, bin ich euch das Ganze so ein bisschen schuldig, vielleicht auch als kleines Weihnachtsgeschenk neben der 1-Stunden-Folge der HSV Simulator Glory. Ich weiß, man hört es an meiner Stimme, ich bin jetzt nicht zu 100% gesund, aber das sollte auf jeden Fall klar gehen. Ich meine, aufnehmen ist ja nichts Schlimmes und ich mache das sogar ziemlich gerne für euch. Deswegen innerhalb von 2 Stunden 1000 Likes auf diese Folge und ihr werdet am heutigen Tag, am Dienstag, noch 3 weitere Folgen der Athletic Bilbao-Karriere sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es in den letzten Tagen mitbekommen habt, eine ziemlich traurige Nachricht für den Verein Athletic Bilbao. Und zwar ist tatsächlich ein Spieler an Krebs erkrankt. Hier handelt es sich um Yeray Alvarez und da gehen natürlich wirklich die besten Genesungswünsche und ganz, ganz viel Stärke raus an den Jungen. Dass er ist auch nicht wirklich alt, muss man sagen, gerade mal 21 Jahre jung und dem wurde tatsächlich Krebs diagnostiziert. Da geht ganz viel Stärke raus, die besten Genesungswünsche, dass der natürlich so schnell wie möglich den Krebs besiegen kann und hoffentlich wieder bald auf dem Platz steht für Athletic Bilbao. Hier im Karrieremodus ist er zwar nicht die wichtigste Kraft, aber es ist wie gesagt unglaublich schlimm, wenn ein Mensch an Krebs erkrankt und deshalb gehen da wirklich die besten Genesungswünsche und alle Stärke der Welt raus, dass der junge Mann hier den Krebs besiegen kann. Und jetzt starten wir auf jeden Fall rein in die heutige Folge. Wie gesagt, bei 1000 Likes innerhalb von den nächsten 2 Stunden gibt es tatsächlich am heutigen Tag noch 3 weitere Folgen der Bilbao-Karriere. Ich denke mal, das solltet ihr packen. Ihr habt schon so viele krasse Like-Zahlen gepackt, deswegen sollten diese 1000 Likes eigentlich ziemlich easy sein für euch. Das erste Spiel der heutigen Folge gegen Betis Sevilla. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, und dann gehen wir auf jeden Fall rein in das Spiel. Letzte Folge war jetzt, muss ich sagen, vom Gameplay her nicht die beste Folge. Wenige Szenen und so weiter lag auch hauptsächlich daran, dass ich halt in den letzten Folgen so ein bisschen, oder in der letzten Folge eher gesagt, dass ich da so ein bisschen spielerisch nachgelassen hatte. Ich weiß nicht warum. Hoffentlich wird das in der heutigen Folge wieder ein bisschen besser werden. Das war hier mit Inaki Williams, der auf Benyat. Das ist schon mal ein gar nicht schlechter Anfang, aber dann der Ballverlust. Schade. So, Aduriz, Benyat, Benyat. Oh, faul. Hallo? Schiedsrichter? Dann nicht, dann nicht, dann nicht. Ist okay. Oh, die fangen schon mal gar nicht schlecht an. Sanabria, Laporte, raus damit. Jawohl, schön gemacht. Vorum Castro am Ball. Und jetzt mal vielleicht der Gang nach vorne. Ja, mit solchen Pässen. Fängt schon irgendwie genau an wie letzte Folge. Auf Passen, Laporte. Ball kommt wieder nach vorne. Da ist Sanabria. Arrizabalaga kommt dann nicht entscheidend genug raus. Aber Laporte ist wieder zur Stelle. Und jetzt können es mal vielleicht nach vorne gehen. Mit Inaki Williams. Der durch die Lücke auf Mikel Merino. Der hat gar kein schlechtes Tempo und einen ganz guten Körper. Deswegen kann er sich da gut behaupten. Aduriz zurück auf Mikel Merino. Der mit dem Schuss und dem 1:0. 14. Minute. Erster Angriff nach vorne. Und da ist es 1:0. Und wer macht es? Unser Sechser, Mikel Merino. Im Zusammenspiel mit Aris Aduriz funktioniert das Ganze hier super. Und dann ist ganz viel Platz in der Mitte. Mikel Merino stießt ab und erzielt sein erstes Tor für Athletic Bilbao. Da stehen tatsächlich sogar schon einige Fans auf, bevor der Ball überhaupt im Tor ist. Aber das sollte eigentlich schon klar gewesen sein, dass der Ball ins Tor hineingeht. 1:0 für Bilbao. Läuft auf jeden Fall besser als letzte Folge. Denn ich weiß, letzte Folge war vom Gameplay her jetzt nicht perfekt. Aber ich weiß noch nicht, warum letzte Folge lief bei mir auch irgendwie gar nicht von den Spielen her. Wenige Gelegenheiten, gegen Eibar hatten wir es noch irgendwie geschafft zu gewinnen, aber gegen Villarreal, da war ja echt nichts los. Deswegen ist es schon mal eine ganz gute Sache, hier in der 14. Minute in Führung zu gehen. Oh, jetzt kommen hier Inaki Williams, schaut euch das einfach mal an, da kommt kein Mensch hinterher. Inaki Williams jetzt mit der Flanke in die Mitte auf Aduriz, wird geklärt und jetzt ist nochmal De Marcos am Ball. Findet Balenciaga, der mit dem Schuss aus der Distanz, aber der Keeper hier ohne Probleme, war aber ein Versuch wert. Musonda hier gegen den Marcos, der macht das einfach mega stark und jetzt vielleicht wieder der Gang nach vorne. Mit Mikel Merino und Benyat, Inaki Williams, der läuft auf der rechten Seite, der ist wirklich so ein Biest, Leute, ich liebe Inaki Williams einfach. Immer noch am Ball, jetzt vielleicht die Flanke in die Mitte, die kommt gar nicht schlecht, aber Bruno
ist vor Benyat am Ball. Also an den Flanken muss er noch ein bisschen feilen, der Inaki Williams, aber ansonsten einfach nur top, der Junge. Oh, Aduriz kann den Ball abfangen. Und warum schieße ich dann direkt? Ich habe doch gar nicht irgendwie auf die Schusstaste gedrückt. Oh Mann, das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen. Oh, langer Ball auf die rechte Seite. Jetzt der Kopfball in die Mitte. Laporte klärt und jetzt könnte es vielleicht wieder nach vorne gehen. Mit Aris Aduriz und der am Verteidiger vorbei. Schickt jetzt, denke ich mal, euer Sabal. Macht er auch ganz stark, aber der Verteidiger kommt da noch mit dem Köpfchen hin. Wie man ja mittlerweile unsere Spielart kennt. Direkt attackieren. Mit Aduriz, mit Williams und mit euer Sabal. Und wenn es eben mit denen nicht funktioniert. Ich muss sagen, an meiner Art, die Bälle in die Mitte zu bringen, noch so ein bisschen feilen. Denn perfekt ist es auf jeden Fall nicht. Inaki Williams hier wieder super Pressing nach vorne. Super macht er das Ganze hier auf jeden Fall. Jetzt gegen zwei Mann. Fake Shot. Oh, da wird er von den Beinen geholt. Und das ist kein Foul. Doch, ist ein Foul. Wollte ich schon sagen. Schiedsrichter hat ein bisschen spät entschieden. Jetzt die Flanke in die Mitte. Inaki Williams. Oh, die kommt richtig schlecht. Aber DeMarcus kommt da nochmal ran. DeMarcus schließt ab. Und der ist ganz knapp am Tor vorbeigegangen. Damit endet die erste Halbzeit. Hier auswärts in Sevilla führen wir mit 1-0. Und dominieren eigentlich auch das Spiel. Haben es ja die einzigen Torchancen. Und eben das 1-0 durch. Wer hat es überhaupt gemacht? Mikel Merino, stimmt. Ist mir schon wieder entfallen. Kurzzeitgedächtnis, ist da auf jeden Fall. Läuft bisher sogar ziemlich gut. Also im Vergleich zu den zwei vorherigen Spielen gegen Eibar und Villarreal. Mal wieder eine Steigerung. Wir sind auf jeden Fall wieder back in Form. Nur jetzt kommen die Gastgeber mit Ruben Castro. Aber kein Problem für Arrizabalaga. Weiter Ball nach vorne. Aduriz. Anda Herrera, schön gespielt. Der Ball auf euer Sabal. Der ist aber zu hoch und zu lang. Scheiße. Ich dachte, dass euer Sabal da direkt mit dem ersten Ballkontakt drankommt. Sah aber leider später nicht so aus, als würde er da noch drankommen. Schön den Ball gewonnen hier von euer Sabal. Vorteil läuft. Benyat, jetzt müsste der Vorteil vorbei sein. Wir kriegen den Freistoß und müssen eigentlich auch mal gleich wechseln. Ich bin hier mit einigen Spielern schon ein bisschen zu viel gelaufen, wenn man... Oh, was ein Pass, wenn man ganz ehrlich ist, wollte ich sagen. So, die ersten zwei Wechsel, Muniain und Ruben Pardo, kommen ins Spiel rein anstelle von Mikel Merino und Mikel euer Sabal. Also die beiden Mikkels hier verlassen das Feld und damit kommen nochmal zwei frische Kräfte rein. Mit Ruben Pardo und vor allem mit Muniain, bisschen mehr Tempo über die linke Seite und jetzt mal Muniain am Ball. Ika Muniain, kann er sich im Laufduell durchsetzen? Das ist jetzt die andere Frage. Kein Foul? Tatsächlich kein Foul. Okay, das ist nicht schlecht. Aduriz kommt da fast an den Ball. So, Muniain, Anda Herrera. Kriegt den Ball sogar noch gespielt auf Muniain und der holt leider nicht die Ecke raus. Schade. Musonda, Ceballos, Herrera, jawohl. Jetzt der Pass auf Benyat und jetzt ist wenig hinten bei Betis Sevilla los. Unten läuft Inaki Williams, der hat ganz viel Platz und könnte jetzt eigentlich nur noch einen Pass in die Mitte spielen. Wird er auch sehr wahrscheinlich machen und der kommt nicht an. Inaki Williams, ich muss da irgendwie echt was machen. Also die Bälle in die Mitte mit Williams, die funktionieren echt gar nicht. Dafür eben die Abschlüsse, vielleicht auch mal eine Flanke, aber sonstige Bälle in die Mitte, die flach vor allem sind, die kommen fast nie an. Oh, jetzt ist unten Platz, aber Inigo Martinez ist zur Stelle. Ganz gefährlicher Ball. So, und damit war es mit dem Spiel. Zweite Halbzeit war ziemlich unspektakulär, muss man sagen, bis auf die eine Gelegenheit von Inaki Williams, der immer wieder komplett verkackt hat. Aber ansonsten war es trotzdem eigentlich ein solides Spiel für uns. Erste Halbzeit haben wir komplett dominiert und am Ende holen wir weitere 3 Punkte mit einem, ja, schlappen 1-0. Ich würde mal sagen, das Ganze kann man auch gut als Arbeitssieg bezeichnen hier gegen Betis Sevilla. Aduriz heute ohne Tor, aber dafür natürlich mit einer unglaublichen Laufleistung. Ansonsten Mikel Merino heute der Torschütze. Sieht man auch nicht jeden Tag, dass unser 6er Tore schießt. Und damit war es das mit dem Spiel. 14. Minute, das entscheidende Siegtor von Mikel Merino. Und damit gewinnen wir hier in Sevilla mit einem 1-0. So, und dann gehen wir mal wieder rein in eine weitere Trainingseinheit für unsere Youngsters. Delgado noch mit seinem kleinen Debüt. Ansonsten wird, denke ich mal, auch Valé in den nächsten Spielen von Anfang an spielen dürfen. Arrizabalaga mit einem A und euer Sabal und Delgado mit einem C. Ansonsten Williams und Valé leider mit einem D. Nicht die beste Trainingseinheit. So, und dann simulieren wir so ein bisschen vorwärts. Wir gehen schon langsam in Richtung Wintertransferphase, die es dann auf jeden Fall in der nächsten Folge vielleicht noch am heutigen Tag geben wird. Nationaltrainer-Offerte von Schweden lehnen wir ab, genauso wie von Wales und von Schottland, genauso wie von den USA und Russland. So, wir haben hier auch ein paar Youngsters in der Jugendakademie, die gar nicht mal schlecht aussehen. Holy moly, da gibt es echt ein paar ziemlich sicke Talente. Gut, der eine hier freigeben. Aber ansonsten, schaut euch das mal an hier. Wo haben wir ihn? 76 bis 94. Federico Bolatti. Ist nicht schlecht, muss man sagen. Juan Fierro. 73 bis 93. Auch super. Dann haben wir hier den Belcois, oder wie man das Ganze auch immer aussprechen mag. 73 bis 89.
dann, ich will den Namen gar nicht aussprechen, hat ein 77er bis 91er Potenzial, dann der ist auch richtig krass, Pasquier. Javier Pasquier ist eigentlich mehr so spanischer Name, ist aber Franzose. 81er bis 94er Potenzial. Der Beaumont hier sieht auch nicht schlecht aus, 77 bis 91er Potenzial. Und ansonsten hier auch zum Beispiel der Rodrigo Marquez, 76er bis 90er Potenzial. Ist auch richtig nice. So, für das Spiel gegen Celta Vigo gehen wir rein mit unserer B-Mannschaft. Da sind auf jeden Fall auch einige nicht schlechte Spieler dabei. Arrizabalaga, Elustondo, Yeray, Kappa, Leke, Valet tatsächlich mal von Anfang an. Der kann auf der 8er Position spielen, genauso wie jetzt Innenverteidiger, 6er und Rechtsverteidiger. Dann Ruben Pardo, Garcia, Muniain, Merino und Suseida. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was hat denn der Valet wahrscheinlich auch? Valet so für Werte? Mal ganz kurz reingucken. Gut, Passenwerte sehen jetzt nicht so nice aus. Also zumindest langer Pass sieht auf jeden Fall ziemlich grottig aus sogar. Aber ansonsten Tempowerte bzw. physische Werte gar nicht schlecht. Mental 80 Aggressivität. Also der geht auf jeden Fall richtig rein. Hat glaube ich auch noch 60 Grätsche. Also bei dem Jungen läuft das Ganze auf jeden Fall. Anstatt die nur zu trainieren, müssen wir natürlich auch so ein bisschen gucken, wie man mit denen so umgeht, beziehungsweise wie die Spieler sich so spielen lassen. Und da gehen wir auf jeden Fall rein, Versprecher, Verbrecher, gegen eins der Überraschungsmannschaften, eins der Überraschungsteams der letzten Jahre hier in Spanien, nämlich immer wieder Celta Vigo. Jetzt ist Nolito natürlich weggegangen. Mal gucken, wie Celta Vigo so ohne ihren absoluten Starspieler spielen wird, der eben zu Manchester City nach England gegangen ist, aber schon irgendwann mal wieder mit einer Rückkehr nach Celta Vigo irgendwie in Verbindung gebracht wurde, beziehungsweise mal wieder über eine Rückkehr nach Celta Vigo nachgedacht hatte. Nach seiner Zeit bei City und Guardiola. Und dann gehen wir auf jeden Fall rein ins Spiel und sehen uns auf jeden Fall gleich im Summer Mess wieder. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, was ich an der Schwierigkeit ein bisschen ändern kann, damit es so ein bisschen interessanter wird. Denn ich glaube, in der Liga sind wir jetzt irgendwie 9 oder 11 Punkte vorne. Das ist ein bisschen zu viel, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Das ist sehr viel. Vor allem für eine Mannschaft wie Bilbao. Ich weiß nicht, was irgendwie los ist. Wir spielen jedes Spiel auf Legende. Und Vereine wie Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid und wie sie nicht alle heißen, die schwächeln momentan alle ziemlich krass. Die sind, glaube ich, nicht mal unter den Top 5 zu sehen. Irgendwie vorne Real Sociedad, dann natürlich Bilbao. Betis Sevilla ist, glaube ich, auch noch vorne gewesen. Also das ist eine ziemlich komische Tabellensituation. Obwohl mittlerweile sieht es wieder ziemlich normal aus. Wir haben Atletico Madrid auf der 3, wir haben Sevilla auf der 4, wir haben Real Madrid auf der 5, Villarreal auf der 6. Aber Barcelona ist auf der 8. Barcelona, die haben Messi, Neymar, Suarez, wie sie nicht alle heißen, Rakitic, Iniesta, André Gomez, dann Alba, Piqué und die sind einfach auf Platz 8. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist auf jeden Fall ziemlich krass, muss man echt sagen. Heute nur mit B-Mannschaft. Ich weiß nicht, ob wir das Spiel gewinnen werden. Valet heute auch von Anfang an. Da bin ich ziemlich gespannt darauf, wie der sich so schlagen wird. Auf der 6er Position heute neben Pardo und neben Garcia. Also neben ihm auf jeden Fall die gewisse Erfahrung mit Garcia und Pardo. Und da gucken wir gleich nochmal auf die Formation von Celta Vigo. Ich glaube, ich kenne nicht mal einen Spieler von Vigo. Also zumindest sagt mir da keiner was. Vielleicht Cabral, weil er letztes Jahr im Team of the Season war. In FIFA 16 Ultimate Team. Aber ansonsten und vielleicht noch Mayo. Und Giuseppe Rossi und Guidetti. Okay, ich kenne doch ein paar Spieler, muss ich sagen. Und Sisto. Also einige Spieler, muss ich sagen, sagen mir tatsächlich sogar doch was. Von Celta Vigo noch der Linksverteidiger, dieser Jonny oder Johnny oder wie auch immer. Der sagt mir auf jeden Fall auch was. Also einige relativ bekannte Spieler bei Celta Vigo. Wenn man sich so ein bisschen in Spanien auskennt, dann sollte man die schon irgendwie mal gehört haben. Beziehungsweise wenn man fleißig Ultimate Team Packs gezogen hat, die einfach absolute Scheißspieler enthalten haben. Wie zum Beispiel die Spieler von Celta Vigo. Naja, no hate an der Stelle auf jeden Fall. Also für Ultimate Team nicht gerade die besten Spieler, aber mal gucken, wie das Ganze im Karrieremodus so aussieht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Let's go. Super Pass hier auf Markel Suseida. Der zieht in die Mitte, macht es stark. Pass auf Ruben Pardo. Und Sergio musste das erste Mal direkt gute Reflexe zeigen. Das war schön gespielt. Der lange Ball auf Suseida und dann der Pass eben auf Ruben Pardo. Und der mit einem ziemlich starken Abschluss. Ikam Muniain, starkes Dribbling. Jetzt der Ball auf Sabin Merino. Der spielt ihn auf Valet. Und Valet mit dem Schuss und dem ersten Tor beim Debüt. Beziehungsweise ich glaube, es ist schon ein weiteres Spiel für ihn, was er hier von Anfang an machen darf. Aber es ist das erste Spiel, was ich selber mit ihm spiele. Julien Valet und der macht tatsächlich das Tor. Also heute ist irgendwie der Tag von dem zentralen Mittelfeld, welches heute die Tore schießt. Erst Mikel Merino und jetzt ist es Julien Valet, der hier tatsächlich das 1:0 erzielt für Athletic Bilbao. Und ich sage es euch, der Junge hat eine ziemlich breite Zukunft vor sich. Als Innenverteidiger, Achter, Sechser und Rechtsverteidiger einsetzbar. Also irgendwo wird er später oder früher seine Zukunft bei Athletic Bilbao finden. Mal gucken auf jeden Fall, wo das Ganze sein wird. Also fürs Zentrum hat er sich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen beworben. Starke Spielleute von Valet, auch wenn er natürlich einige Fehler macht. Aber der Junge ist noch ziemlich jung. Gerade erst 17 Jahre alt, deswegen
sind auf jeden Fall Fehler erlaubt. Und er erzielt das 1:0. Also macht er seine Fehler damit auf jeden Fall wieder gut. Und wir gehen in Führung. Ah, Raúl García. Also dafür, dass er eigentlich so ein richtiger Routinier ist, macht er hier schon wieder unglaubliche Fehler. Aber dafür Valle eben hier mit dem Ball gewinnen und den Pass auf Muniain. Muniain wird gestoppt mit dem Foul und das sollte eigentlich auch die gelbe Karte nach sich ziehen. So sieht das aus hier für Hugo Mayo. Klares Foul gegen Iker Muniain. Nee, es ist nicht Hugo Mayo, es ist Facundo Roncaglia. Roncaglia mit dem Foul gegen Iker Muniain. Und jetzt, oh, der Pass, der in der Mauer hängen bleibt. Das ist auch belastend. Oh, was ein Schuss auf unser Tor. Die Latte rettet das Ganze. Das kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts, wenn ich ehrlich sein darf. Den Kopfball müssen wir gewinnen und den gewinnen wir. Auch jetzt vielleicht Kontersituation. Ball kommt nochmal rein. Gefährlich das Ganze. Jirai jetzt aber mit dem Ball nach vorne. Auf Iker Muniain. Was macht der jetzt draus, ist die Frage. Ja, Pass auf Saben Merino ist der letzte Dreck. Stark gemacht von Elostondo. Und damit war es das mit der ersten Halbzeit. Hier im Summer Mass führen wir mal wieder zur Halbzeit mit dem 1:0 durch Julia Valle. Auf jeden Fall eine ziemlich erste gute Halbzeit von der B-Mannschaft. Hätte ich gar nicht erwartet, dass die sich so gut spielen lässt, beziehungsweise dass die Spieler, die Chemie stimmt auf jeden Fall. Die Kombinationen sind auf jeden Fall am Start. Und damit gehen wir rein in die zweite Halbzeit mit der Führung, mit dem 1:0 durch Valle. Bei seinem Debüt hier direkt mit dem Tor. Das ist auf jeden Fall ziemlich eindrucksvoll. Und damit starten wir rein. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder hier der zweiten Halbzeit. Oh, jetzt spielt Celta Vigo das Ganze nicht schlecht. Guidetti, aufpassen. Mit mehreren Mann gehen wir da direkt drauf. Und der Schuss ist absolut raketenmäßig. Radoja mit dem Ausgleich für Celta Vigo. Was war das denn für ein Schuss? Schaut euch das mal an. Guidetti kriegt den Ball irgendwie weitergespielt. Dann noch der Ableger und Radoja mit einem Raketenschuss. Also Arrizabalaga kann da mal gar nichts machen. Was ein krasses Tor von Radoja und der Ausgleich für Celta Vigo aus dem Nichts, die bisher jetzt nicht wirklich für gute Aktionen vorne bekannt waren. Wir natürlich auch bis auf das Tor jetzt nicht gerade perfekt vorne, aber immerhin mit den Ansätzen. Aber Celta Vigo, da kam bisher gar nichts und dann eben so ein Schuss zum Ausgleich. Holy moly. Stark gemacht von Balenciaga, neu reingekommen, zusammen mit Iñaki Williams und mit Benyat im Zentrum drinne. Jetzt ist da ganz viel Platz. Der eingewechselte Williams auf den eingewechselten Benyat. Und was ist das denn für ein Schuss? Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Der hat so ein schönes Freistoßtor gemacht, Versprecher, Verbrecher. Und da kommt so ein Schuss. Wie so ein kleines Kind geschossen. Jetzt aber vielleicht nochmal die Ecke. Susaeta, Balenciaga kommt nicht dran. Williams kommt dran. Aber der Seifalzias ist nicht genug. Und damit pfeift der Schiedsrichter das Ganze leider Gottes ab. Celta Vigo mit einer Chance und einem Tor. Das ist so belastend. Und dann kommt am Ende diese Situation. Ich habe nochmal drei neue Spieler ins Zentrum reingebracht. Also alle drei Zentrumspieler ausgetauscht durch Williams, Benyat und Balenciaga. Und dann ist Benyat da durch. Und was macht der für einen Schuss? Was ist das denn gewesen? Oh, ich komme immer noch nicht drauf klar. So eine entscheidende Situation. Nemanja Radoja mit dem entscheidenden Ausgleich hier. Was das für ein Schuss war. Das ist auf jeden Fall Tor des Monats wert, beziehungsweise vielleicht auch nur Tor des Spieltages, aber auf jeden Fall so ein kranker Schuss. Aber immerhin muss man sagen, dass die B-Mannschaft sich heute wacker geschlagen hat. Julia Valle mit seinem ersten Tor für Athletic Bilbao mit einer breiten Zukunft, die er vor sich hat. Und immerhin holen wir einen Punkt und haben das Spiel nicht verloren. Da merkt man schon, auch wenn wir eigentlich quasi in dieser, ich würde mal sagen, Favoritenrolle momentan sind, was den Titel in der La Liga betrifft, geben wir uns einfach auch mit solchen Punkten einfach zufrieden, denn Hauptsache wir verlieren nicht und holen weiterhin ordentlich fleißig Punkte. Valle mit dem Upgrade auf 63 quasi der perfekte Spieltag, beziehungsweise der perfekte Tag für den Jungen. Erst erzielt er ein Tor und dann noch das wunderbare Upgrade im Training. Achtung, sie könnten drei Spieler verlieren. Jetzt ist eben die Frage, welche drei Spieler das sind, ob da irgendein... Oh, das sind sogar ein paar ziemlich gute Spieler. Erstmal Aduriz, wo wir nichts machen können, weil er erwägt aufzuhören. Dann einmal Oscar Gil oder wie der auch immer ausgesprochen wird. Da kriegt er nochmal vier Jahre obendrauf als sporadischer Spieler. Und Markel Susaed, obwohl da läuft sogar deutlich mehr aus. Wahrscheinlich stand da gerade, sie können drei Spieler verlieren. Und rechts sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles klar. So, Verträge wurden auf jeden Fall nochmal ordentlich verlängert. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum das Spiel mir sagt, drei Spieler, die sie verlieren könnten. Und am Ende sind es einfach mal 10 Stück. Also in der Relation ist es schon ein bisschen mehr. So. Einer hat das Angebot abgelehnt, ansonsten 4 akzeptierte Angebote. Was ist denn sein Problem? Größere Rolle. Was hat denn der gute Oscar für eine Rolle? Der Oscar Chill oder wie auch immer der heißt. Ich meine, wirklich brauchen tun wir ihn nicht. Ich glaube, ich habe ihm die Rolle weiterhin als sporadischer Spieler gegeben. Gut, dann kriegt er Rotationsspieler, aber die Sache ist, das ist gelogen. Hauptsache er bleibt und wir können ihn vielleicht irgendwie für ein bisschen Geld verkaufen. Tatsächlich, ich werde auch diese Verträge, wo die Spieler sagen, dass sie eine größere Rolle spielen möchten, nicht verlängern. Also... Das wäre ja quasi absolut gelogen und dann muss ich mir wieder nur irgendwelches Rumgeweine anhören, dass die Rolle nicht wirklich erfüllt wird, die ich ihnen gegeben habe. Also ist eben so die Frage jetzt, ob ich die Spieler einfach ablösefrei gehen lassen soll, obwohl unser Kader sowieso breit genug ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche 70er-Spieler jetzt absolut wichtig für uns sind.
Vielleicht verkaufen wir sie ja sogar noch in der Wintertransferphase. Das könnte eigentlich auch ziemlich gut sein. Oder ich muss mir irgendwelches Rumgeheule anhören von irgendwelchen Spielern. Ja gut, jetzt hat er den Vertrag verlängert. Oder ich höre mir irgendwelches Rumgeheule von solchen Spielern an wie... Wie hieß der gerade nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Solche Spieler, die eh keine Rolle spielen. So, im Scouting-Bericht haben wir mal wieder ein, oh, richtig krasses Talent. Der ist 15 Jahre alt und hat 600.000 Euro Marktwert. Absolut verpflichtet. Ansonsten kein wirklich krasses Talent hier im Scouting-Bericht vorhanden, ne? Bin ich auch wieder so ein bisschen auf Frankreich gespannt. Bisher ist es eigentlich ziemlich ausgeglichen von den beiden Nationen, von den Talenten her. Ja, bei Frankreich gibt es auch noch einen, der nicht schlecht ist. Philippe Barbier nehmen wir auf jeden Fall mit und die restlichen drei lehnen wir allesamt ab. Sollte in der nächsten Folge befinden wir uns in der Wintertransferphase. Das heißt, wir können nochmal weiter. Oh, Javier Pasquebel weg. Da müssen wir jetzt auch mal den Vertrag machen. Ich glaube, das war der mit dem mindestens 80er Potenzial. Das heißt, ja, das war der mit dem 81 bis 94er. Den werden wir dann auf jeden Fall mal in die erste Mannschaft holen. 500 Euro Gehalt, 4 Jahresvertrag, keine Angabe bei der Rolle. Machen wir das Ganze mal so. Denn wir wollen den natürlich behalten. Und der Roberto Hernandez, der ist 10er und holy moly! Was hat er schon für Werte? 77 Ballkontrolle, 74 Dribbling, 72 Antritt, 72 Beweglichkeit und ein Potenzial zwischen 70 und 94. Und er ist 15 und hat eine 62. Holy moly. Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Wie gesagt, Leute, in der nächsten Phase, in der nächsten Folge, haben wir die Wintertransferphase. Mal gucken, ob wir da nochmal einige baskische Spieler verpflichten werden. Ja, Paske, ich habe doch den Vertrag gemacht. Warum will der denn jetzt wieder gehen? Ich habe den Vertrag gemacht. Spiel. Jetzt gehen wir da nicht auf die Nerven. Ja, und den Vertrag hat er auch akzeptiert. Also in der nächsten Folge wieder die Möglichkeit, weitere baskische Spieler zu verpflichten. Mal gucken, was wir da so machen werden. Mal gucken, wen wir vielleicht noch verkaufen werden. Da können natürlich auch einige Transferangebote reinkommen. Spielerleihe abgelaufen. Für wen denn, wenn ich mal fragen darf? Ach stimmt, für Mikel Merino. Ja, den können wir vielleicht in der nächsten Folge verpflichten. Ist von Rating her plus 1 gegangen. Ansonsten gucken wir mal, wen wir in der nächsten Folge alles verkaufen werden, beziehungsweise kaufen werden. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns sehr wahrscheinlich, oder ich hoffe doch zumindest, heute wieder gleich dreimal mit drei weiteren Folgen der Athletic Bilbao-Karriere. Jo Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann, haut rein und ciao.